Am 13. August 1961, als überall in Deutschland die Empörung wuchs, hier offen und laut, dort erstickt in Ohnmacht und Tränen, an den Städten einstigen Glanzes erinnert der Alltag der Zone in seiner Öde und Trostlosigkeit auch heute noch an das von uns längst vergessene Nachkriegsmilieu. Trotz chronischer Versorgungsschwierigkeiten ruft das Regime zu Misstrauen gegen westliche Lebensmittel auf. Voll funktionsfähig ist eigentlich nur noch die unaufhörliche Propaganda, die eine bessere Zukunft verspricht. Nach 16 Jahre währenden Versprechungen sieht die Wirklichkeit in der Zone so aus. Betriebsbelegschaften werden zu Partisanen ausgebildet und Frauen und Kinder beseitigen noch immer die Trümmer des letzten Krieges im Schatten einsam stehender Propagandastraßen. Auch die Kirche weiß, dass jeder Staat, der eine Zukunft haben will, die Jugend für sich gewinnen muss. Doch es ist schon von jeher das Kennzeichen der Diktatur gewesen, dass sie die Begeisterungsfähigkeit der Jugend für eine bessere Welt mit scheinbar moralischen und idealistischen Forderungen missbraucht. Wir Pioniere grüßen euch herzlich. Seht, hier bringen wir das rote Buch der guten Tat. Wir alle, die wir immer mehr zu vergessen beginnen, wie das Leben unter der Diktatur war, haben die Pflicht, uns die Situation von 16 Millionen Menschen zu vergegenwärtigen, die gezwungen werden zu marschieren, zu jubeln und zu singen, die Partei, die hat immer recht. In ihrer Freizeit müssen die Betriebsbelegschaften den Bürgerkrieg üben. Und der Staat scheut sich nicht, Kinder das Töten zu lehren und sie mit unversöhnlichem Hass gegen einen vermeintlichen Feind zu impfen. Jeder dieser jungen Menschen, denen ein weltpolitischer Zufall die Rolle des jungen Kommunisten zugespielt hat, könnte der Bruder sein. Der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Auch in Bonn, Willy Brandt, Keine Hilfe, für nicht Pfand. Conny rief ihm nur zu. Wähl auch du! CDU, ja. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Und das Ende vom Lied heißt für ihn in Berlin, Willi sieht, was geschieht. Futsch ist futsch, hin ist hin. Ja. Nehmt jede Gelegenheit wahr, mündlich, schriftlich, wann und wo es auch sei, das Wesen und den Inhalt und die Perspektiven unseres Staates den Menschen in Westdeutschland klar und einfach zum Bewusstsein zu bringen. Noch nie zuvor hat sich ein Regime selbst so ad absurdum geführt. Das Recht, ein Land zu verlassen, braucht in einem zivilisierten Staat nur Verbrechern verwehrt zu werden. In einer Diktatur den politischen Gegnern. Die Mauer, die den Menschen der Sowjetzone die Möglichkeit der Flucht nehmen soll, ist damit zu einem Denkmal des Versagens geworden.